Ich würde die am liebsten gleich durch den Nebel schicken zu der anderen Truppe da oben, aber man weiß nie, wo da noch Gegner im Nebel versteckt sind. Und hier oben sind ein paar Hersen, die wir zusammensuchen sollten. Oh, hier wäre schon mal Gold. Das heißt, wir schicken mal... Ich würde aber eigentlich am liebsten gerne hier oben die Siedlung besitzen. Die kommt mir am sichersten vor. Deswegen ziehe ich mal die hier zurück und lasse sie hier. In der Hoffnung, dass sie hier sicher sind erstmal. Okay. Gut, schicken wir die mal langsam zurück. Genauso wie unsere Einheiten. Und besetzen die Siedlung als Ausgangsbasis. Ja, von mir aus. Ich will erstmal eine Siedlung, die nicht in der Mitte ist, sondern etwas ab vom Schuss, weil die Mission wird doch noch ein bisschen herausfordernder. Und es heulen noch mehr Wölfe. So, ihr geht da oben Gold sammeln. Hier hätten wir Holz übrigens. Gehen wir schon mal die... Okay, die Verbesserung können wir nicht in Auftrag geben. Das heißt, bevor wir Verbesserungen machen, wird erstmal Holz und Gold gesammelt, ein bisschen. Und dann brauchen wir noch neue Leutchen. Wobei wir haben Thor als Gott. Und Thor hat halt den Vorteil, dass Zwerge billiger sind und besser Nahrung und Holz sammeln. Ich weiß jetzt halt nicht, ob sie jetzt genauso gut wie normale Sammler Nahrung und Holz sammeln. Helft mal beim Bauen hier. So. Dann geht das schneller. Ah, wir kriegen sogar zwei Zwerge. So. Das heißt, uns reicht ein zusätzlicher Zwerg und mehr Dorfbewohner. Ihr baut einen Tempel. Und ja, ich muss drei gegnerische Tempel zerstören. Die Zwergenfresser. In Tempeln wie diesen brüten die Kreaturen verlorene Seelen. Wir müssen sie Gagarin sich selber. So. Du lieferst mal da das Ding ab. Und wir gehen gleich ins nächste Zeitalter, nämlich mit... Eigentlich will ich Valkyren vom Freier gar nicht mal so... Freya gar nicht mal so schlecht. Andererseits finde ich die heilende Quelle von Foresti auch gar nicht mal so schlecht. Vor allem, weil Foresti... Oder Forsetti heißt das, Entschuldigung. Forsetti hat Upgrades für Alfsechs und Hersen. Vor allem gerade Halle der Donnerkrieger ist ziemlich gut. Also nehmen wir gleich mal das. Bauen uns schon mal eine Zwergenschmiede. So. Tilbúin, samþykkt. Já.
Und eigentlich müsste ich mit meinen Dorfbewohnern hier drüben ein bisschen jagen gehen. Und da ist schon das erste Problem. Unsere Dorfbewohner werden von ein paar schweren Alfserks angegriffen. Was war da gerade eben? Okay, du bist tot. Das ist nicht so gut. So, Amandra kann sich hier oben ein bisschen noch umgucken. Die hat nämlich ziemlich hohe Sichtweite eigentlich. Wobei das eigentlich alle Helden, also Kampagnenhelden haben. Hier haben wir eine kleine Menge Wildtiere, die wir erledigen sollten. Deswegen gebe ich ja auch die Jagd... die Jagdfähigkeiten. Da oben sind noch mehr Wildtiere. Da ist aber ein Fenriswolf im Weg. So. Ihr könnt ruhig ins Dorfzentrum das Holz bringen. Fürs Erste. Ich stelle euch jetzt einen neuen Karren zur Verfügung. Hier oben sind nochmal Wildtiere, die wir nutzen sollten. Und ich stelle jetzt hier in der Nähe, hier im Zentrum einfach mal, meinen Brunnen auf. Ja, man sieht, wir sind recht sicher hier eigentlich. Ich könnte theoretisch hier zumachen, hier am Engpass. Hier zumachen. Und dann werde ich sowieso nur noch von hier oben aus dann angegriffen. Also von hier aus. Also kann ich Truppen dann dort zusammenziehen. Übrigens ist das schon der grüne Gegner. Also ich glaube, der einfachste Tempel wäre der hier unten übrigens. So. Ich könnte jetzt dritte Zeitalter, aber so nötig ist das jetzt nicht. Erstmal ist es nötig, mehr Nahrungssammler zu haben. Mindestens 5 Stück. Dich zu meiner Heilquelle zu schicken, dass du dich heilst. Und ihr errichtet mir noch eine... Am besten ist es, wenn wir 2 Langhäuser haben übrigens. So, da ist Amandra, die schicken wir mal zurück. Und theoretisch könnte ich auch die Eber schlachten. So, da wir jetzt Nahrung reinkriegen, gebe ich mal die beiden Upgrades. Im Augenblick haben wir 5 Nahrungssammler, ich mache mal 6 draus. Oh, da hatte ich aus Versehen 2 von meinen Axtwerfern ausgesperrt. So, ich denke mal, hier kommt der Gegner jetzt nicht so leicht mehr durch. Also ich krieg Gold rein. Ziemlich gut sogar. 5 Zwerge reichen eigentlich immer aus für Gold. So, die Verbesserung, die Sichtweitenverbesserung vor allem. Und zum Glück wurde ich bis jetzt von den Einheriern verschont. Ich könnte meine Kavallerie verbessern, bringt jedoch nicht viel. Im Augenblick muss ich mich hauptsächlich aufs Ressourcen sammeln und verbessern von meinen Ressourcensammelsachen konzentrieren. Zum Beispiel auch auf das. Und
Und ja, ich reiß dann einfach die Mauern und Tempel mit Gewalt ein. So schwerirrig ist das gar nicht. Könnt ihr natürlich auch mit Trollen zur Unterstützung einreißen. Es geht mal. Und ja, man sieht, Wikinger brauchen ziemlich viel Holz auch. So, next 6 Nahrungssammler reichen erstmal. Was sind dies für Wesen? Ein Herier, die Seelen der mächtigsten Krieger. Wir sind verloren. Genau, das sind die. Jetzt kommt hier ein Herier. Aber zum Glück habe ich genug Hersen, dass die nicht solche Probleme machen. Oh ja, ich brauche. Ein paar Häusle, sonst kriege ich gar keinen, kann ich keine neuen Truppen ausbilden. Ach du meine Güte. Das ist nicht so schön. Okay, ich muss so schnell wie möglich die Grünen wegkriegen, weil das sind die Zwergenfresser, die produzieren Frostriesen. Okay, ich glaube, ich gehe mit Amanda doch mal noch aus hier oben auskundschaften. So, bringt mir mal Nahrung. Genau, danke. So. Und ja, hier können auch einfach Eisriesen durchbrechen. Also ja, ich sollte gucken, dass ich so schnell wie möglich die da oben loswerde. Bitte sagt mir, dass ihr beide da noch rauskommt. Ja, danke schön. So, baut noch das hier. 2 Stück, dann habe ich mal genug Bevölkerungslimit erstmal. Und ja, Gargarensis greift mich hauptsächlich mit normalen Einheiten an, also nicht ganz so schlimm. Sollte mich allerdings etwas zurückziehen. Und vielleicht 5 neue Axtwerfer, weil ich es mir leisten kann. Und den Rest in Hersen stecken erstmal. So. Ich habe Holzsammler, Goldsammler, habe ich alles genug. 6, 6, 5, ja. Haben wir mal die Truppe. Also ja, man sieht wirklich, Gold kriege ich mehr als genug rein. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich brauche 2 Langhäuser. Weil die Langhäuser brauchen doch eine Weile, um Truppen zu produzieren. Mir fällt gerade so auf, ich habe noch überhaupt keine Rüstungsupgrades und so vergeben. So, jetzt aber. Dann fange ich schon mal an, hier die Tür einzureißen. Ich muss nämlich erstmal wirklich grün ausschalten. Solange die noch im Weg sind. Vor allem grün ist nicht sonderlich stark, die haben nur ein paar Riesen. Ja, und schicken noch mehr Riesen. Ich kann ja mal 2 Trolle produzieren. So, und ihr bleibt hier. Ihr reißt hier alles ein. Und dann gehen wir zum Tempel rüber. Something.
Oh, die haben eine Bergfestung, auf die habe ich total vergessen. Macht nichts, wird auch eingerissen. So, noch ein paar Herzen. Und ein Parkschleuderer. Einfach weil wir es können. Amandra, guck dich mal hier in der Gegend um. Und ja, da unten war gerade wieder ein Einherier zu sehen. Das heißt, die kommen bald hierher.